Servus Freunde, wer von euch kann sich noch an diese Werbespots erinnern? Weißt du was, ich habe gerade einen eigenen Film fertig. Was für ein Zufall, ich habe auch gerade meinen eigenen Film fertig. Ich konnte dazu iMovie nehmen, war echt einfach. Der ist sicher nicht so hervorragend wie meiner, aber ich schaue ihn mir gerne mal an. Ja, das wäre klasse. Lass laufen. Hi. Hallo. Ich bin ein Mac Home Movie. Sieht richtig professionell aus, oder? Ja, klasse. Tschüss. Hey, warte, was ist mit deinem? Können wir deinen sehen? Bitte. Naja, okay, klar. Was geht? PC Home Movie. Ist noch in Arbeit. Hallo, ich bin, ich bin ein PC. Genau. Und ich fühle mich minderwertig. PCs kriegen Viren und wir können nach dem Auspacken nicht gleich loslegen. Ich weiß nicht, wieso du so hart zu dir bist. Ich verstehe es. Mac, warum sagst du nicht etwas Positives über PC? Okay, das ist leicht. PC? Also du bist einfach ein Zahlengenie und siehst aus wie ein Gentleman. Jetzt du PC? Nun, Mac, ich schätze, du bist etwas besser bei kreativen Sachen. Oh, danke, das ist sehr nett. Das ist total kindisch und pure Zeitverschwendung. Am besten kommt ihr zweimal die Woche. Ja, das war die Get a Mac-Kampagne von Apple. Die wurde 2006 ins Leben gerufen und ja, die war lustig. Ja? Der Mac, der tolle Kreative und der PC, ja, PC im Allgemeinen. Ich sag's mit Absicht so, das Arbeitstier, was eigentlich nur langweilige Tabellenscheiße erledigen kann und so weiter und so fort. Da hat man drüber lachen können, das war echt gut gemacht. Die zwei Schauspieler, die das spielen, das ist einmal der Justin Long und einmal der John Hodgman. Und Justin Long ist der junge, frische Mac und der John Hodgman ist dieser ältere, ja, wie soll man das ausdrücken? Dieser ältere, langweilige Bürotyp. Ja. So. Und jetzt hat sich ja Apple von Intel getrennt, ja, die machen jetzt ihre M1-Chips und auf Wiedersehen Intel, das war's dann. Und irgendwie ist Intel jetzt traurig und angepisst und hat sich gedacht, dem geben wir's zurück, wir schnappen uns den Justin Long und machen eine ähnliche Werbekampagne gegen Apple. Und die schauen wir uns nach dem Intro zusammen an. Als erwähnt, hat sich Intel nun Justin Long geschnappt und möchte jetzt Apple das Ganze ein bisschen zurückgeben und hat ja ganz ähnliche Spots gedreht. Diesmal geht's um PC gegen Apple wieder, aber auf eine bisschen andere Art und Weise. Ne. Ja, und Intel hat jetzt den genialen Schachzug unternommen, hat sich Justin Long geschnappt und hat das Ganze umgedreht. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Spots jetzt einfach mal an. Wenn es was zu kommentieren gibt, haue ich es raus. Wenn nicht, machen wir das dann am Schluss danach. Wir legen direkt los mit Spot Nummer 1. Auf geht's. Hello, I'm a Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Okay, PC. Oh, cool. This whole thing's a touchscreen. And there's another one too. Wow. All right, and now for ja, Mac. Das ist aber auch geil mit dem Touchscreen. Oh, you've got a little bar here, a little baby one. Sorry, I didn't catch that. Oh, where's the mute button? Here's what I found on how to cook mutton. Oh no, I don't want to cook mutton. What even is mutton? Okay. Nummer zwei. Hello, I'm a Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. These are all PCs? Oh yeah, Intel. Nice. Whoa, my face just unlocked that. That's so cool. And I've never seen a screen like this before on a laptop. Wow. And let's see over here. So these are the newer Macs? Yeah. Okay, so gray and grayer. Ja, ja, da muss ich jetzt mal einhaken, weil da ist schon ein Fünkchen Wahrheit dran. Also auf dem PC-Markt, seien es Desktop-Rechner oder Notebooks, ist die Auswahl an Gimmicks, Farben, Größen, irgendwelchen Features natürlich riesengroß. Das habe ich bei Apple nicht. Da bekomme ich eine Handvoll ausgewählter Produkte. Manchmal sind sie vielleicht sogar bunt und ja, aber es ist halt im Prinzip doch ein Einheitsbrei. Ne? Also ich finde jetzt so gut wie nichts bei Apple, was ich nicht auch auf dem PC oder an einem PC oder auf einem PC oder an einem Notebook oder auf einem Notebook bekomme.
Aber andersrum ist es schon so. Also man sucht viele Dinge bei Apple vergeblich, die ich auf dem freien Markt irgendwo an PC-Geräten bekomme. Sei es Desktop- oder Notebook-Geräte. Also von daher ist da schon ein Fünkchen Wahrheit dran an dem, was da gezeigt werden soll. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem dritten Spot. Hello, I'm a Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Oh, so you're a PC gamer? Sup? Sup with you. You're doing all this gaming on a laptop then? Yep. Wow. Okay. And do we have a Mac gamer? No one really games on a Mac. I know. Ja, auch hier wieder Sachen Gaming. Ich meine, hat er nicht ganz Unrecht. Gaming auf dem Mac funktioniert schon. Da gibt's viele Spiele, die gut laufen, ganz klar. Aber halt, wer wirklich vernünftig zocken will, ja, der kauft sich eine Konsole oder einen PC. Ganz einfach. Aber da möchte ich auch ein bisschen in die Zukunft schauen und so ein bisschen in Richtung Stadia und was es sonst noch für Dienste gibt. Da sehe ich persönlich so ein bisschen die Zukunft drin. Ja, ich sehe es jetzt auch bei mir in der Familie, mein Sohn. Ja, der hat nicht die Kohle, sich ständig in Gaming-PC aufzurüsten. Ja, und die neuen Konsolen sind ja auch nicht die günstigsten. Ein Spiel kann er sich aber leisten. Ja, und wenn man sich dann ein 10 € oder von mir aus 15 € Abo bei Google Stadia holt, da kann ich alles zocken in Top-Qualität. Ja, die haben zwar jetzt ein bisschen aufgegeben damit, aber das wird kommen. Das ist für mich die Zukunft. Und da ist scheißegal, ob ich PC oder Mac habe. Ich kann auf allen Plattformen zocken. Und genau so wird es meiner Meinung nach auch aussehen. Ja, also diese Differenz, ich kann nur zocken auf meinem PC, Mac kann das nicht. Das wird immer mehr schrumpfen, dank Online-Diensten wie zum Beispiel eben Google Stadia. Und mal schauen, was Apple noch rausbringt. Vielleicht wird es ja in Zukunft auch noch besser, wenn die Silicon-Prozessoren irgendwann vernünftig Grafikkarten unterstützen. Ja, ich denke, Apple hat da aber nicht wirklich Druck. Aber momentan muss man sagen, es ist tatsächlich so, wer vernünftig zocken will und keinen Bock auf eine Konsole hat, der braucht einen PC. Kann man nicht verleugnen. Ist so, muss man einfach so hinnehmen. Schauen wir uns mal den nächsten Spot an. Hello, I'm a Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Ja, Come bla bla, das kennen wir ja on. Okay, schon. PC. It's a laptop. Aha. Tablet. Laptop. Tablet. Laptop. That's cool. Oh, and there's Intel. Nice. Okay. And now you got a laptop, and it's just a laptop. Oh, also to get a tablet, I guess. And a keypad. And a stylus. And a dongle? Ja, da wäre es jetzt geil gewesen, wenn er das MacBook einfach zerbricht. Ne? Also, nicht falsch verstehen, habe nichts gegen Apple, aber es wäre lustig gewesen. Dann hätten wir wenigstens auch mal was zu lachen in den Spots, weil bis jetzt ist der ganze Quatsch echt nur langweilig. Und auch ziemlich peinlich, finde ich. Nicht wegen dem Inhalt, der ist grundsätzlich schon richtig. Ja, ich meine, ich sehe es ja jetzt an den neuen M1 MacBooks mit zwei USB-Anschlüssen, völliger Quatsch. Aber grundsätzlich ist jetzt beim PC nicht anders, ja, oder bei Android-Tablets. Ich brauche da auch Dongles, es gibt auch einen Stift und ja, das nimmt sich, finde ich, nicht viel. Aber ihr seht, ich kriege halt Convertibles, ja, das suche ich bei Apple vergeblich, könnt ihr vergessen, ja. Ich habe einfach eine viel größere Auswahl, wenn ich nicht in der Apple-Welt bin. Und das ist Fakt, das muss man einfach schlucken, ja. Aber trotzdem, es wäre geil gewesen, wenn das zerbrochen hätte, ja. Dann wären die Videos zwar noch mehr gehatet worden, aber da hätten wir wenigstens drüber lachen können. So, wir schauen uns noch geschwind das Letzte an. So, with the PC, I can plug in up to 3 monitors at the same time, but with Mac, I can plug in one. Three, one. Okay, yeah. But one's better than none. Ja, gut. War klar, das musste ja kommen, dass sie darauf auch anspielen. Ja, meine Güte. Wird sich auch noch ändern mit den Silicon-Chips. Und das Lustige ist ja, die gehen ja jetzt gerade auf die M1-Chips, müssen sie ja, ja, weil vorher wäre der Vergleich ja bescheuert gewesen. Aber es ist ja nicht mal mehr so. Ja, ich kann an meinen Mac Mini auch 4 Monitor anschließen, wenn ich will. Das ist mittlerweile alles möglich. Da gibt es genug Anleitungen im Netz. Aber grundsätzlich schon richtig. Ja, ausgelegt sind die Dinger für 2 Monitore, nicht für einen. Das ist ein bisschen ein Fehler.
Weil klar, an einen MacBook M1 kann ich nur einen Monitor zusätzlich anschließen, habe aber den internen und den externen. Und an meinen Mac Mini, wie ich es hier auch habe, zwei Monitore. Also ein Silicon Mac kann zwei Monitore betreiben. Ne? Nur halt, dass es, wie gesagt, bei den MacBooks einmal der interne ist. Ja, was soll ich jetzt zu dem ganzen Mist sagen? Also ganz ehrlich, ich finde es bescheuert. Ja? Und vor allem bescheuert, weil was ist denn der Anteil von Intel an dem, was die da zeigen? Klar, Intel baut Prozessoren, die bauen auch gute Prozessoren. Ja, man muss jetzt nicht meinen, hier der Silicon-Chip von Apple, der kaut jetzt alles nieder, da braucht keiner mehr kommen, das ist jetzt das Nonplusultra, ist nicht so. Intel macht sehr gute Prozessoren, muss man den schon lassen, aber Intel baut keine Notebooks. Intel hat keinen Anteil an den Innovationen, die die da zeigen, ja. Und vor allem, klar, Intel muss Werbung machen für PC, weil jeder Mensch, der sich einen PC kauft, da ist die Wahrscheinlichkeit dann groß, dass ein Intel-Prozessor drin ist und Intel verdient da wieder Kohle mit, aber AMD macht ja da auch mächtig Druck, ja. Stecken ja heutzutage mit den neuen Ryzen-CPUs, da stecken ja tonnenweise AMD-CPUs drin. Ja, das ist nicht mehr so Intel Inside dun 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 und AMD ist alles Kacke, das ist anders. Und die machen ja im Prinzip auch Werbung für AMD damit, weil ich glaube, wenige oder die wenigsten normalen Benutzer, ja, die da einfach keinen Bezug zu haben, zu Prozessoren und irgendeinen Quatsch, die kaufen ein Notebook nach dem Preis oder ein PC nach dem Preis und lassen sich von mir aus im Mediamarkt oder in irgendeiner anderen Bude schlecht beraten und da kann genauso gut ein AMD drinstecken oder ein Intel, ja, das ist völliger Quatsch, ja, und ja, es ist völlig langweilig gemacht, es ist einfach hirnrissig, ja. Sie machen Werbung mit Features, die absolut nichts mit Intel zu tun haben, wo die keinen Anteil dran haben, außer dass sie den beschissenen Prozessor da reinhauen. Ja, das ist dumm. Einfach nur dumm. Ja, also ich finde auch diese ganze Hate, der gerade abläuft gegen diese Clips, finde ich vollkommen gerechtfertigt, ja. Das ist wie im Kindergarten, ja. Wir sind jetzt sauer, weil Apple uns rausgeschmissen hat. Jetzt müssen wir da irgendwie trotzig antworten, ja. Aber meistens, wenn man halt trotzig antwortet und nicht drüber nachdenkt, kommt halt Mischball raus, ja. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.